Hallo und herzlich willkommen zum ersten Vlog der Summit 32.1. Mein Name ist Andreas Schöckl und ich bin Geschäftsführer bei Summit Yachts und euer Host für diese Videoreihe. Die Summit 32.1 ist unsere neueste Entwicklung hier in Matze bei Summit Yachts. In 5 Themenschwerpunkten möchten wir euch mitnehmen auf unserer Reise von der Entwicklung bis hin zum fertigen Prototypen. Für dieses Projekt haben wir uns die besten Köpfe zusammengeholt. Den Industrial Designer Gerald Kiska. Progressives Design und Out-of-the-Box-Denken ist seine Spezialität. Seid mutig oder seid sehr mutig. Passionierter Segler und geballtes nautisches Know-how. Manfred Schöchl, Techniker und Bootsbauer seit Jahren. Nur gut aussehen reicht nicht. Es muss auch funktionieren. Den Vertriebsspezialisten Günther Ambrosi. Ihr Wunsch ist ihm Befehl. Wünsch dir was? Naval Architecture auf höchstem Niveau. Jene Jakobin, der Konstrukteur aus Slowenien. Dieses Boot ist in jeder Hinsicht extrem. Einmal alles neu. Seit mehr als 70 Jahren bauen wir die wunderschönen Summit-Yachten hier bei uns in Matze. Angefangen von der Summit 22.1 bis hin zur Summit 46.1, mit der wir 2019 auch den begehrten Yacht des Jahres Award gewonnen haben. Unsere Boote waren immer eine Evolution der vorangegangenen Typen, basierend auf Kundenfeedback, basierend auf unseren eigenen Erfahrungen als Segler und basierend auf den neuesten Trends der Branche. Doch diesmal ist alles neu, diesmal ist alles anders. Bei der Summit 32.1 haben wir uns ganz genau angesehen, wie tickt denn heutzutage der Segler, wie tickt denn die Zielgruppe, und haben daraus einen Typus Segler festgelegt und definiert, und genau für diesen Typus, für diese Zielgruppe haben wir ein Boot entworfen. Und das ist die Summit 32.1. Und die Summit 32.1 ist keine Evolution der vorangegangenen Typen, sondern eine Revolution. Die Bedürfnisse der Gesellschaft haben sich geändert, im Berufsleben wie auch in der Freizeit. Freizeit ist das richtige Stichwort. Viele von uns haben mehrere Hobbys und die Freizeit wird nicht mehr. Die Summit 32.1 bietet daher die perfekte Möglichkeit, die Hobbys gemeinsam mit Freunden und Familie ausüben zu können. Segeln ist nach wie vor das zentrale Thema. Es ist ja schließlich immer noch ein Segelboot. Aber uns ging es vor allem darum, dass das Segelboot auch intensiv genutzt wird, wenn mal kein Wind draußen geht. Und zwar als Ausgangsbasis für jegliche anderen Wassersportaktivitäten wie Stand-up-Paddeln oder Schnorcheln oder einfach nur zum Baden. Die öffentlichen Zugänge zu den Seen werden immer weniger, immer beschränkter. Von dem her wünschen sich viele einfach mehr Privatsphäre beim Baden, quasi einen eigenen privaten Badesteg, einen eigenen privaten Badeplatz. Und hier wird die Summit 32.1 natürlich auch ansetzen. Die Summit 32.1 wird vor allem eines, sie wird polarisieren, und das auf vielen verschiedenen Ebenen. Einerseits wird sie mit einem unverwechselbaren, markanten Design überzeugen und andererseits mit einem loftartigen Ambiente bestechen. Zudem brechen wir auch mit einigen Summit-Traditionen. Es wird das erste Boot von uns sein mit einem Doppelsteuerstand, einer Doppelruderanlage, und wir werden auch verschiedene Kielvarianten anbieten, unter anderem Kielvarianten, mit denen man auch trocken fallen kann. Das Thema Platzangebot. Das Platzangebot an Deck und auch unter Deck war für uns ein ganz zentrales Thema, mit dem wir uns intensivst auseinandergesetzt haben. Es galt, das Decksdesign so zu gestalten, um den verfügbaren Platz zu maximieren. Das Resultat ist ein ganz spezielles Decksdesign und wir nennen es Flight Deck. Auch im Innenraum sind wir neue Wege gegangen. Das loftartige Ambiente mit dem modernen Materialmix und die fehlenden Raumtrenner lassen das Boot innen außerordentlich geräumig wirken. Zudem gibt es viele Fenster und große Fensterflächen, die das Interieur luftig und hell wirken lassen. Weiters haben wir eine Badeplattform entwickelt, die vom Platzangebot und von der Funktionalität her in dieser Bootsgröße konkurrenzlos sein wird. Smarte Beschattungssysteme und die gewohnt hohe Summit-Qualität runden das Erlebnis an Deck ab. Die neue Summit 32.1 ist ein Boot für Junge und Junggebliebene, für Paare und Familien. Einfach gesagt, für Menschen, die ihre Zeit gern in der freien Natur verbringen. Sie wird beim Wochenendausflug mit den Kids genauso eine gute Figur machen wie bei der Afterwork-Runde mit Freunden und Kollegen. In ein paar Worten: modern, stylisch und clean
ohne dabei auf den gewissen Wohlfühlfaktor zu verzichten.